Herzlich willkommen zurück zu Benishas Ghosts of New Eden. Ihr hättet frühstücken sollen, mein Freund. Seid jedenfalls gegrüßt. Hi! Ich bin Antea Duarte. Das ist Red McGrath. Wir sind Verbanner. Also, wer seid ihr? Und was wollt ihr? Seid ihr der Geist, der Andrew Whiteheim sucht? Ist das ein Ja oder ein Nein? Okay. Wer seid ihr? Das wird kein Spaziergang, habe ich recht? Stumme Geister sind die schlimmsten. Das ist sinnlos. Wir jagen im Dunkeln, ohne Licht und Pfad. Zunächst musst du herausfinden, warum er nicht sprechen kann. Andrew wird uns da keine große Hilfe sein. Aber wenn uns unser Freund hier nicht sagen kann, was er von uns will, kann er es uns vielleicht zeigen. Ja. Vielleicht. Sollen wir euch folgen? Ich glaube, er will, dass wir ihm folgen. Er hat Spuren hinterlassen. Schlau. Ich halte die Augen offen, damit wir sie nicht verlieren. Hier drüben. Ist hier rum, ne? Das erinnert mich an einen meiner ersten Fälle. Der Geist war stumm, weil sich die heimgesuchte Person geweigert hat zu sprechen. Der Geist ist also stumm wegen Andrew? Ich weiß nicht. Gut möglich. Klingt bedingt logisch, ja? Okay, die Frage ist, wo müssen wir hin? Ich hoffe, ich muss jetzt hier nichts anklicken. Oh oh, Moment. Bis hierhin sehe ich die Spur. Aber hier ist nichts, was ich anklicken kann. Hier oben ist nichts mehr, ne? Kann ich eigentlich nur hier unten weiter? Kommt eine neue Spur? Er führt uns irgendwo hin. Bin doch schon da. Hier entlang. Der Geist, der Andrew heimsucht, kommt mir sehr schwach vor. Vielleicht zieht er die Folter in die Länge, um mehr Freude daran zu haben? Oder er hält sich zurück, weil er Angst hat, sein Opfer leer zu saugen. Wäre meiner so zurückhaltend gewesen, hätte ich vielleicht auch mal durchgeschlafen. Ich bin neidisch. Lieber nicht. Geister wie diese sind die schlimmsten. Man sieht jahrelang dahin. Manchmal jahrzehntelang. Das ist eine furchtbare Art, aus dem Leben zu scheiden. Ja, ich hab's gewusst. Mein Freund, so nicht. Noch, ja, natürlich. Dann ist sie nicht aufgeladen. Darf ich auch mitmachen? Unser Geist hat uns die gefährlichste Route ausgesucht. Vielleicht spielt er ja nur mit uns. Mal schauen. Aber ich glaub's nicht. Ich denke, dass er irgendwas zeigen will. So, die Frage ist, ja, hier sind noch Fußspuren. Er will, dass wir ihm folgen. Da ist wieder was zum Stärkerwerden. Aber ich will jetzt erstmal der Geschichte hier folgen. Ich denke mal, er führt uns zu seinem Grab, ne? Jetzt geh schon.
Spektrale Schrift an der Wand. Überzeug dich selbst. Warte. Joshua Gouch, zu früh entschlafen. Was sollte denn sonst draufstehen? Joshua Gouch? Wollte einfach nicht gehen? Wollte einfach nicht gehen. Da. Du musst leben. Joshua ist also nicht wegen Rache hier. Sei tapfer, mein Freund. Er führt uns irgendwo hin. Das ist toll. Warum hat die sich jetzt umgedreht? Sei stark, tu es für mich. Du darfst nicht aufgeben. Vergib dir endlich, Kamerad. Du musst dich daran halten. Ich habe dir nie die Schuld daran gegeben, mein Freund. Aha, jetzt verstehe ich so langsam. Ich hoffe mal, dass das nicht seine Leiche ist. Hier geht's weiter. Mit anderen Worten, wieder zurück. Ja, natürlich. Was auch sonst. Ja, bloß nicht ausweichen. Hallo, was jetzt? Was macht der? Der soll nur ausweichen, mir nicht. Ich weiß nicht, warum ich die eben nicht benutzen konnte für den, aber... Hier, bedien dich. Joshua ist Andrew freundlich gesonnen. Welche Beziehung hatten die beiden? Feinde nicht, nee. Womöglich Waffenbrüder. Man fühlt sich einem Kameraden nie näher, als wenn man mit ihm Seite an Seite kämpft. Man kämpft für seinen Nebenmann, nicht für Geld, nicht für einen König, sondern für seinen Freund. Du hast Freunde aus dem Krieg? Das höre ich zum ersten Mal. Wir haben uns aus den Augen verloren. Vielleicht suche ich sie, wenn all dies vorbei ist. Den meisten jungen Männern wird eingetrichtert, vom Krieg zu träumen. Und sobald sie im Krieg sind, träumen sie von zu Hause. Zumindest, wenn sie nicht gerade am Kämpfen und Sterben sind. Warte. Nein! Da ist wieder so ein... Der Geist will uns etwas zeigen. Sag mir aber bitte nicht, ich muss das machen. Ist das nicht das, wo wir vorher waren? Sie lernen es einfach nicht, oder? Ich krieg das auch alleine hin. Ich will es aber nicht alleine hinkriegen. Wieso macht sie nichts? Ärger im Anflug. Stirb, du Drecksau! Alter, wieso jetzt auf den Zielen? Ich verstehe nicht, warum ich sie nicht dauerhaft benutzen kann, sondern warum das dann irgendwann automatisch immer wechselt, dass es zu ihm übergeht, ohne dass ich irgendwas gedrückt habe. Also entweder ist sie dann so schwach, dass man sie nicht mehr benutzen kann,
Das hört sich jetzt seltsam an. Oder ich weiß auch nicht so genau. Wo sind... Nein, jetzt... Nein, nein, nein. Das ist nicht euer Ernst, dass ich das nochmal machen muss. Und da drin stand, dass das bei jedem Mal schwieriger wird. Und das erste Mal war schon so heftig. Oh nee, oh, ich dachte schon. Okay. Nein. Das wäre nur schön. Muss ich da drauf drücken? Nee, oder? Die Spur führt hier hoch. Und jetzt? Wo geht's denn weiter? Ach, da hinten. Dann hier. Jetzt sind wir quasi einmal im Kreis gelaufen und sind fast wieder da, wo wir vorher waren. Das ist doch toll. Hier haben wir ja schon alles gemacht in der Gegend. Ah, war ja nicht mehr der Friedhof. Ich spüre das Fragment einer Geisterstimme. Scheiße! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Wegelagerer! Rechte Flanke! Haltet sie auf! Josh! Hinter dir! Verdammte Drecksbucht! Hilfe! Joshua! Nein! Andrews Pistole, eine alte Pistole, die Andrew gehörte. Diese Fessel ist durchdrängt von Geisteressenz. Sobald die Bindung des Geistes an das Lebendreich durch den Abschluss einer Spukermittlung durchtrennt wurde, nährt sich Antea automatisch an die Essenz, um sich zu stärken. Muss ich mal merken, es ist eine Fessel. Ja, ich würde gerne mit dir reden, aber ich habe hier gerade auf Lesen geklickt. Ich würde lieber es lesen. Joshua. Also untersuchen habe ich geklickt. In stillen Gedenken an die Brüder, die im Kampf um die Freiheit gefallen sind. Wir stehen für immer in eurer Schuld. Nehmen wir erst noch kurz die Sachen hier. Dann sprechen wir mal mit ihm. Ihr wollt, dass wir Andrew White helfen, seine Schuld loszuwerden und sein Leben zu leben. Richtig? Wir wissen, dass ihr an seiner Seite gestorben seid. Fühlt er sich deshalb schuldig? Könnt ihr deshalb nicht sprechen? Ist das jetzt ein Ja oder ein Nein? Ich werde tun, was ich kann, um zu helfen, klar. Ich weiß, wie das ist. Ich werde alles tun, was ich kann, um euch zu helfen. Wenn wir helfen können. Das will ich doch miteinander reden könnten. Tja. Andrew muss sich öffnen. Solange er seine Schuld nicht gesteht, wird sich nichts ändern. Zwischen den beiden steht eine Mauer. Und wir müssen sie einreißen. Vielleicht kann ich das. Das heißt, ich muss jetzt... Andrew konnte seinen Freund nicht retten und gibt sich selbst die Schuld dafür. Das sollte er nicht. Leichter gesagt als getan. Die Scham ist ein seltsamer Vogel, dessen Scheiße sich nicht leicht abwaschen lässt. Aber nichts davon erklärt, was den Geist an diesen Ort bindet. Naja, jein, ne? Im Prinzip erklärt es das schon, weil er sich halt schuldig fühlt. Hä? Wieso gehe ich jetzt wieder zurück, obwohl er uns diesen Weg hier entlang geführt hat? Ist der andere Weg kürzer oder was? Ne, jetzt geht's hier auch wieder runter. Ja, vielleicht ist das nur so eine kleine Biegung im Endeffekt wieder zurück gewesen. Ich hoffe, ich bin jetzt noch auf dem richtigen Pfad hier. Hier ist noch ein gelbes Fragezeichen. Keine Ahnung, was das jetzt wieder ist. Wieso läufst du wieder nicht? Wieso bin ich jetzt durch die Minen gegangen? Doch, da bin ich aber eben auch durch. Doch, doch.
Habe ich das echt übersehen? Da lag was, was ich übersehen habe. Schande auf mein Haupt. Okay. Ja, da diese Folge so unendlich lange ist, muss ich dazu sagen, werde ich das wohl in zwei Teile jetzt gesplittet haben. Wo ist denn jetzt hier der Eingang? Oh, Moment. Ein Püppchen. Hier war ein Püppchen. So, das ist nicht der Eingang. Aber irgendwo hier muss ich doch reinkommen. Spieß dich jetzt nicht auf. Ah ja, hier. Genau. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken. Wo ist denn der Typ? Steht der hier oben drauf? Ja, ne? Lauf erstmal gegen den nächsten Pfeiler. Hier ist er, da. Gibt's was zu berichten? Ja. Ich erzähle nur selten davon, aber ich war auch einst Soldat. Das dachte ich mir. Wo habt ihr gekämpft? Erst habe ich mich durch die halben Highlands gekämpft. Dann dort, wo mich die Zahlmeister hingeschickt haben. Bayern, Böhmen, Österreich. Und was ist eure Kriegsgeschichte? Wir haben doch alle eine. Tja. Ich weiß jetzt nicht, was seine Kriegsgeschichte ist, aber ne, es geht ja darum, dass der Freund getötet hat. Nehme ich an. In einer Pariser Taverne lud ein Türke drei Kameraden und mich zum Trunk und bot uns die Gelegenheit, für die Ottomanen gegen die Österreicher zu kämpfen. Und gegen die Polen, die Preußen, gegen wen auch immer. Gute Bezahlung. Für jeden eine Villa auf Zypern und eigene Sklaven. Ich sagte, ich wolle keine Sklaven und sei kein Landesverräter. Aber ich will, sagte mein Freund Lukas. Aber die Sklaven befreie ich dennoch. Ich wünschte ihm alles Gute. 9 Monate später überfiel mein Trupp einen türkischen Gesandten auf dem Weg nach Venedig. Ich fand Lukas am Rande der Straße. Ich beerdigte ihn, wo er gefallen war. Nun, immerhin habt ihr ihn wohl nicht erschossen, oder? Vermutlich schwierig, das mit Sicherheit zu sagen. Aber wisst ihr, was euch nie wieder loslässt? Dieser widerliche Geruch nach Eisen, der einem in die Nase steigt, während das Blut rausläuft. All den tapferen jungen Männern, die wir ausschicken, Ruhm zu erlangen, wird bei diesem Geruch die grausame Wirklichkeit offenbar. Eine Realität, die den Tod verlockend macht? Vielleicht. Vielleicht nicht. Aber Blut versickert. Wir sollten uns nicht mit der Vergangenheit und lange verstorbenen Menschen aufhalten. Dann halt dich doch dran. Es wird euch nicht gefallen, aber wir müssen über Joshua reden. Lasst es ruhen in der Vergangenheit. Da soll es bleiben. Eure Vergangenheit ist euch in die Gegenwart gefolgt. Euer Freund Joshua hat eine Botschaft für euch. Er will Rache üben. Ich weiß es einfach. Nein, das will er nicht. Ihr irrt euch. Er will euch Freiheit schenken. Er hat euch nie dafür verantwortlich gemacht. Das wart ihr selbst. Warum sollte er nicht auf Rache aus sein? Es steht ihm zu. So sieht er das nicht. Ich hab ihn erschossen. Ich wollte ihn retten und hab ihn erschossen. Moment. Wie ist das genau passiert? Es war ein Gefecht im Wald. 2 Indianer warfen sich auf Joshua. Einen konnte er erledigen. Der andere hatte ihn im Griff. Ich war 20 Meter weg. Ich legte meine Muskete an und drückte ab. Die Kugel durchschlug glatt seinen Schädel. Sie haben euch eine Medaille gegeben. Habt ihr es zugegeben? Aber die Medaille habt ihr angenommen, oder nicht? Ja. Ich kann keinen Blick drauf werfen. Auf dem vermaledeiten Drecksding ist Joshuas Gesicht drauf. Mir steht keine Zinnmedaille zu. Mir steht gar nichts zu. Ich verdiene nicht zu leben. Ich will nicht mehr leben. Ich will sterben. Bitte. Bitte. Erlöse mich von diesen Qualen.
Es ist meine Pflicht, die Lebenden vor den Toten zu schützen. Manchmal auch vor sich selbst. Ihr könnt lernen, damit zu leben. Glaubt mir. Sprecht darüber. Akzeptiert es. Irgendwann wird es euer Leben nicht mehr beherrschen. Und ihr könnt die verbleibende Zeit zum Leben nutzen. Nein, du hast überlebt. Jetzt musst du dein Leben leben. Joshua? Bist du das? Das kann nicht sein. Ich hab dich sterben sehen. Ich bin es, alter Freund. Ich habe so lange versucht, mit dir zu reden, aber dein schlechtes Gewissen raubt mir die Stimme. Finde Frieden. Ich hab nicht das Recht dazu. Ich hab dich erschossen. Ich war sicher, ich hätte gut gezielt, aber ich hab mich geirrt und dich getroffen. Es war ein Versehen, Andrew. Du wolltest mich retten. Das konntest du nicht, aber du kannst jetzt Buße tun. Ich finde keinen Frieden, solange du dir nicht verzeihen kannst. Erlöse mich, Andrew. Finde Frieden und erlöse mich. Joshua, ihr habt gesprochen. Andrew, ihr habt es vernommen. Zeit, die Geschichte zu beenden. Nee, Schuldzuweisung definitiv nicht. Verbannen definitiv auch nicht, weil er ist ja kein böser Geist. Wird dazu beitragen, dass Antea aussteigen kann. Was ist eigentlich, wenn wir verbannen? Achso, das ist auch, damit sie aufsteigen kann. Okay, ja gut. Nee, wir lassen ihn natürlich auf jeden Fall aufsteigen. Ich muss nur noch mal gucken, dass ich auf dem richtigen stehe. Achso. Gedrückt halten. Joshua Gaunt, ihr habt viel zu lange in Stille ausharren müssen. Ihr könnt diese Welt verlassen. Das kann ich. Habt Dank, Verbanner. Danke, Andrew. Es wird Zeit, Lebewohl zu sagen, Freunde. Es tut mir leid, mein Freund. Ich schleppte die Schuld deines Todes mit mir rum, solange ich konnte. Die Schuld, so es denn je eine Schuld gab, ist beglichen. Lebe dein Leben. Lebt wohl, Joshua. Ihr habt weit mehr als nur eure Pflicht getan. Lebe wohl, alter Freund. Es gibt hier nichts mehr für euch. Und nichts mehr nutze. Danke für eure Hilfe. Das werde ich euch nicht vergessen. Ja, können wir noch mal abschließen mit ihm sprechen? Ich will nicht mit euch sprechen. Okay, dann halt nicht. Hallo? Kann die Alte mal weggehen, damit ich mich hier mal runter bewegen kann? So. Immerhin hat das Ganze zwar lang gedauert, aber einen positiven Effekt gehabt. Das Einzige, was ich jetzt noch mal eben gucken muss, Inventar, Entwicklung ist das, ne? Wir haben nämlich jetzt endlich mal einen von diesen hellen Punkten bekommen. Ach genau, das wollte ich ja eigentlich gemacht haben, ne? Ja, ich glaube, den wollte ich auf jeden Fall gemacht haben. Den aktiviere ich auch und wir hätten noch einen roten. Könnten wir theoretisch wechseln direkt nach einer erfolgreichen Parade. Das kriege ich doch sowieso nicht hin. Treffer mit dem Gewehr füllen die Bannanzeige um 15% auf. Schwachpunkt Treffer mit dem Gewehr verursachen 50% weniger Schaden. Okay, das möchten wir allerdings nicht haben. Dann lassen wir das auf jeden Fall erstmal so, wie es jetzt ist. Und ich werde mich für heute erstmal verabschieden und ich hoffe, dass wir dann den dritten Versuch, den Eingang zu den Minen zu finden, in der nächsten Folge endlich machen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.